Herr Mignon, wo kommst du denn gerade her? Von da. Was hast du da gemacht? Was Schönes. Ja, okay. Also wir kommen frisch jetzt quasi von der Zitronen- und Orangenplantage. Ich muss mal eben hier so ein bisschen den Hut in Position schieben. Ich habe das Mikrofon jetzt nicht dran. Ich hoffe, das ist egal. Wir kommen von der Zitronen- und Orangenplantage und haben da festgestellt, das, was wir in Deutschland kriegen, das ist nicht die Qualität und das, was wir unter Zitronen und Orangen hier verstehen. Also das war eine sehr, sehr schöne Zwischentour. Wir haben viele Passagen gehabt, wo wir schön ein bisschen Kurven fahren konnten. Die Straßen waren ab und zu ein bisschen schmutzig. Und bei der Instruktionsgeschichte gestern Abend ist ja nochmal darauf hingewiesen worden, dass es so die ein oder andere Olivenölspur gibt, die ich mir nicht vorstellen konnte. Aber wir haben heute die ein oder andere Olivenölspur gesehen und konnten da wunderbar die Situation in den Griff kriegen und sind dann nicht in der Spur gefahren. Sonst hätte es wahrscheinlich noch ein paar Rutscher gegeben. Die Straßen sind natürlich staubig, klar, natürlich. Die Stollenreifen tun ihren Dienst. Alles cool bisher. Und jetzt sind wir hier im... Marc, wo sind wir denn hier? El Torcal. Achso, nicht in der Türkei, sondern El Torcal. Sieht mehr nach viele Steine aus. Und so. Lassen wir uns überraschen. Okay. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never got it right. Baby, cut yourself. Baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Keep me up every night. Hallo, da sind wir wieder. In Necha, es ist jetzt etwas diesig hier. Und wir sind, glaube ich, jetzt, man müsste nochmal auf den Plan gucken, aus dem Steinbruch gekommen, quasi da, wo es diese tollen Felsen gab, in nicht in der Türkei, sondern Torcal. Ich kann mich auf andere verlassen, das ist immer gut. Da war es sehr schön, die Tour war auch klasse, da gab es jetzt den ersten Offroad-Anteil. Und der war jetzt nicht besonders schwer. Zum Eingrooven genau das Richtige. Morgen geht es natürlich dann dementsprechend weiter. Hier ist es jetzt ein bisschen diesig und wir trinken jetzt erstmal ein kleines Stiefelbier oder Ankommenbier oder wie immer man das auch nennen möchte. Und dann lassen wir den Abend schön einläuten. Und ja, gucken wir mal, was die anderen so machen. Let's go!